Liebe Zuschauer von NQTV, ich begrüße Sie zu unserer ersten Das Eis ist heiß Folge in der neuen Saison. Im Gespräch sind wir heute mit Trainer Stefan Meyer. Herzlich willkommen, Herr Meyer. Am Wochenende lief es ja jetzt schon sehr gut gegen Augsburg und Nürnberg. Davor lief vielleicht noch nicht alles ganz rund in den Spielen, aber ist Ihnen das jetzt vielleicht sogar lieber, dass das in der Vorbereitung so ist, dass da noch manches Defizit auftritt, dass Sie das dann auch noch beheben können, wie wenn das erst zum Rundenbeginn auftritt? Nein, ich glaube, es war ein normaler Prozess. Mit 15 neuen Spielern braucht es eine Zeit, bis die Abstimmung stimmt, bis man die Laufwege passen unter den Spielern, bis sich die Linien langsam finden. Ich glaube, gegen Augsburg und gegen Nürnberg haben wir uns recht ordentlich verkauft. Wir haben eine gute geschlossene Mannschaftsleistung abgegeben. Man darf jetzt diese Resultate aber auch nicht überbewerten, weil natürlich es fehlte noch der letzte Tick an Intensität von diesen Teams. Das hat man schon gesehen. Aber es ist sicherlich, sagen wir mal, ein Punkt, auf dem oder einen Schritt nach vorn, auf dem man aufbauen kann. Herr Meyer, welche Dinge spielerisch würden Sie sagen, haben jetzt schon sehr gut geklappt und welche müssen wir jetzt wirklich noch verbessern? Ja, mal was sehr wichtig war in den letzten beiden Spielen, dass wir sehr diszipliniert gespielt haben, dass wir wenig Strafen bekommen haben. Also das sind einmal sehr positive Aspekte, weil genau so müssen wir dann auch in die Saison gehen und Spiel für Spiel einfach eine disziplinierte Leistung abliefern. Gibt es Spieler, die Sie jetzt besonders überrascht, also positiv überrascht haben, oder würden Sie einfach sagen, ja, meine Mannschaft hat im Allgemeinen sehr viel Potenzial? Na, es gab diesen 8 Vorbereitungsspiele immer wieder mal Spieler, die, ja, Spieler sind sie mehr aufgefallen oder eine Linie hat mehr harmoniert. Aber wir haben so viele Baustellen momentan noch, dass man da jetzt weniger auf die einzelnen Spieler schaut, sondern mehr, dass sich die Linien langsam finden. Die Defensivpaare, dass die gut zusammenpassen und harmonieren als wie Einzelspieler. Inwiefern würden Sie jetzt die Arbeit mit Ihrem Co-Trainer Dave Chambers als effektiv bewerten? Na, ich glaube, er ist eine Riesenhilfe für mich und wir tauschen uns wirklich immer über alle Sachen aus. Er hat eine unglaubliche Erfahrung, er hat ein sehr gutes Auge, er liest das Spiel sehr gut, er hat auch immer wieder sehr gute Tipps für mich, einfach von Erfahrungswerten, den er hat, von der Schweiz oder auch von der NHL, wo er gearbeitet hat. Also er ist sicherlich eine Riesenhilfe für mich. Jetzt geht's ja definitiv am Freitag los gegen Mannheim in der SAP Arena, wahrscheinlich vor mehr als 13.000 Zuschauern. Wie stellen Sie Ihre Mannschaft jetzt darauf ein, dass sie nicht überwältigt wird von dieser Kulisse? Ja, das, ich meine, da muss man konzentriert rangehen. Wir haben ja Spieler, die schon in der DL gespielt haben. Für manche wird es Neuland sein, aber ich glaube, es gilt mal in erster Linie, dass wir jetzt noch die letzten Trainings das ausführen oder das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben für Freitag, um dann mit dem richtigen Selbstvertrauen in dieses Spiel zu gehen. Herr Meyer, jetzt wollen wir mal ganz konkret fragen, mit welchem Ergebnis wären Sie denn im Endeffekt zufrieden, wenn Sie da in Mannheim am Freitag vom Eis gehen? Also ich, wie bei allen Sachen, wenn man auch jetzt längerfristig fragt, welche Ziele und so weiter, also für mich wäre schon mal wichtig, die ersten 10 Minuten, dass wir da im Spiel bleiben, dass wir da einfach den ersten Sturmlauf abfangen, dass wir sehr diszipliniert spielen, dass wir auch versuchen, das Tempo rauszunehmen, weil sie werden sicherlich sehr aggressiv kommen und dann einfach schauen, so schnell wie möglich uns an diese Intensität zu gewöhnen und eben versuchen, soweit es möglich ist, die Emotionen rauszunehmen, wenn eben vor so einer Kulisse zu spielen. Ja, jetzt werden Sie noch einige Besprechungen sicherlich haben vor dem großen Tag. Wenn Sie jetzt mal 3 bis 4 Sätze nehmen würden und das zusammenfassen, was Sie jetzt in der ganzen Besprechung Ihren Spielern noch mit auf den Weg nehmen, was sagen Sie so im Kurzen? Mit was schicken Sie Ihre Spieler jetzt in diese DEL-Saison? Mal weniger als wie Sätze, sind es einfach, denke ich mal, so ein paar Schlagwörter, die wir in den letzten Tagen immer wieder gebraucht haben, ob das jetzt die Führungsspieler sind, die sich, die auch schon ihre Kommentare abgegeben haben über dieses Spiel am Freitag. Ganz sicher eins von den Hauptfaktoren wird sein, Disziplin, taktische und auch, was Strafen anbelangt, Leidenschaft, kämpfen bis zum Umfallen, einfach spielen
und als Mannschaft geschlossen auftreten bis zum Ende, bis zur 60. Minute. Das sind so die Sachen, auf die wir schauen, dass wir das umsetzen können. Ja, Herr Meier, jetzt sind Sie schon jahrelang Trainer, aber könnten Sie jetzt sagen, dass das wohl Ihre schwerste Vorbereitung war oder vielleicht noch die intensivste? Ich denke, das war sicher eine völlig ungewohnte Situation. Einmal, wir hatten sehr wenig Zeit, mal schon die Mannschaft zusammenzustellen und dann mit 15 neuen Spielern die Linien Zusammenstellungen finden, sich immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert sehen, das Beste daraus zu machen. Wir haben kaum komplett trainieren können. Das war schon eine Riesenherausforderung, aber wie schon gesagt, da war Dave Chambers eine große Hilfe für mich. Ja, Trainer Stefan Meyer, wir drücken fest die Daumen, drücken den Wild Wings die Daumen. Und liebe NQTV-Zuschauer, das war's für heute mit der ersten Das Eis ist heiß-Sendung aus der Helios Arena. Und jetzt gilt es, die Wild Wings nach aller Tatkraft fest zu unterstützen.